ganz herzlich willkommen. Wir sind wieder mal zu Gast bei. Wir sind zu Gast bei einer Dame. Da war der Papa total froh, dass es ein Mädchen geworden ist. Der Trainer sagt, das ist die totale Siegreiterin. Und die Mannschaftsweltmeisterin Fabian Lüttgemeier, die nennt sie gerne mal den Terrier im Viereck. Hallo, Charlotte Schürmann. Super, dass wir heute hier bei dir sein dürfen. Hallo. Charlotte, du sitzt hier so total lässig. Wir sitzen insgesamt sehr lässig hier vor, natürlich, ich kann das nicht so schön sagen wie du, ich probiere es trotzdem, dem besten Pferd der Welt. Genau. Wo sitzen wir? Ja, vor meinem Burlington. Wo genau sind wir denn hier? Denn du hast die Pferde ja auch teilweise bei dir gehabt und jetzt bist du aber hier in Essen. Aber wo sind wir? Also wir sind hier in Herbergen bei der Anlage von Familie Spreer. Mhm. Und hier stehen 40 Pferde. Ich habe hier 6 Boxen und reite jeden Morgen mit Christine Biermann und mit Christina Spree. In einer riesigen Halle. Die ist wie groß? 100 mal 40 Innenmaß. Also das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Bevor wir jetzt hier ein bisschen weiter plaudern, es ist wie immer, wenn wir zu Gast bei sind, Sie können Fragen stellen oder ihr könnt Fragen stellen, was auch immer euch interessiert. Wir werden dann gucken, ob wir sie beantworten oder nicht, je nachdem. Unter allen Fragestellern verlosen wir am Ende ein Überraschungspaket. Also gerne losfragen und wir, so lange übernehme ich das und frage schon mal los. Charlotte, jetzt sitzen wir hier sehr entspannt. Normalerweise würdest du um die Uhrzeit tatsächlich noch Unterricht geben, glaube ich. Ich weiß, es ist eine Frage, die immer kommt, die alle wissen wollen. Wie sieht dein Tag aus? Ja, also morgens fahre ich erst zum Stall. Ich fahre eine halbe Stunde. Okay, das ist um 5 oder um 7? Nein, um 7 Uhr fahre ich los, bin dann um 7:30, viertel vor 8 hier, je nachdem, wie schnell ich aus dem Bett komme. und dann kommt meine Jule, das ist meine Pflegerin. Die wohnt nur 4 Minuten von hier. Mit ihr mache ich das morgens hier zusammen. Bis 1 Uhr sind wir meistens hier am Stall, holen dann die Pferde raus, reiten sie, gehen ins Gelände, sie führt Schritt und was man alles so. Wir tüddeln viel rum, wird auch ein bisschen gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, das klang so. Und dann fahre ich dann mittags nach Hause, bin dann so um 2 Uhr meistens zu Hause und dann gehe ich bei uns in die Firma. Wir machen ja Bekleidung für Rollschuhfahrer. Mhm. Und das meistens so bis 6, 7, je nachdem. Und dann gebe ich noch abends Unterricht. Also meistens 2 Stunden, mehr schaffe ich nicht, weil dann wird es zu spät. Ja, das ist aber, da musst du schon den ein oder anderen Energiedrops lutschen. Ich meine, bist du am Ende eines solchen Tages so erschöpft, wie sich das anhört? Oder sagst du, ist eigentlich alles easy? Nee, man gewöhnt sich dran. Also ich mache es total gerne. Also mir macht das überhaupt gar keinen, also ich habe da gar keinen Druck mit. Also ich könnte auch noch 3 Stunden Unterricht geben, nur die Kinder müssen auch alle zur Schule nächsten Morgen. Also bis 8, 9 und dann später nicht. Also dann ist auch irgendwann mal gut. Ich hätte jetzt fast gesagt, in deinem Alter geht das ja alles noch ganz easy, obwohl der Spaß hört auf. In 10 Tagen wirst du 26. Dicke Fete geplant? Nee, Trauerfeier. Wie, nee? Oh, das ist zu früh. Nee, ich habe mit 25 ein bisschen gefeiert und mit 26 machen wir nur eine kleine Runde. Wer kommt, der kommt. Und dann. Ach so, 25, 50, 75, gehst du die 25er-Schritte? Ja, in der Fall. Okay. Also 26 ist ja für die meisten Menschen ein ganz normaler Geburtstag. Bei Reitern ist das super. Hey, Burly, schön, dass du da bist. Bei Reitern ist das ja noch mal ein bisschen anders. Jetzt bist du raus aus der Piaf-Nummer, aus der U25-Nummer. Klar, du bist sowieso jetzt schon relativ häufig und viel die Senioren, so heißt es ja nun mal bei uns, mitgeritten. Ist das trotzdem was, was so einen klitzekleinen Kloß im Hals entstehen lässt? Ja, man hat natürlich, also ich bin ja diese ganze Schiene mitgeritten, vom Pony, Junior, junge Reiter. Dann kam U25, man hat halt immer ein Ziel. Also man wusste ganz genau, nächstes Jahr musst du die Sichtungsturniere reiten, hast das auf dem Plan. Mhm. Und so haben wir uns dann immer von Turnier zu Turnier gearbeitet. Gut, ich habe mit Burling natürlich das Glück, dass wir ein total tolles Team sind und dass wir 2014 ja auch schon diesen Pia-Förderpreis gewinnen konnten. Also ich habe nur ein Jahr in der U25-Tour mitgeritten, also wirklich, also okay, mehr gar nicht. Weil wir dann auch gesagt haben, das Pferd ist jetzt 14 Jahre oder 12, nee, da war 13. Mhm. Ich habe das Pferd jetzt und er wird nicht jünger und ich möchte jetzt auch so weit kommen, wie ich es schaffe. Und dann wollte ich halt dann auch bei den Großen mitreiten. Also ich habe es dann versucht und es hat ja auch ganz gut geklappt.
Aber trotzdem, jetzt werde ich 26 und jetzt ist halt kein nächster Step mehr, so eine Altersbeschränkung, sodass ich ja jetzt wirklich bei den Senioren bin. Man sagt ja immer, ich weiß aber echt nicht, ob das nur so eine Redewendung ist, dass dein Vater so froh war, dass du ein Mädchen warst und deine Schwester auch noch ein Mädchen, weil Mädchen und Ponys, das geht ja oftmals leichter. Stimmt das denn wirklich oder ist das mehr so ein Schnack? Nee, das stimmt wirklich. Also mein Papa hat, das sind 4 Jungs, meine Mama hat auch noch 2 Brüder, sodass eigentlich klar war, dass ich ein Junge werde. Und ich wusste nicht, dass das so klar ist in der Vererbung. Also sie waren sich sehr sicher, dass ich ein Junge werde, wollten es auch nicht wissen, ob ich dann ein Mädchen werde. Und dann, als ich dann da war, meinte die Hebamme, ja, was wollen Sie denn wissen, was ist? Ja, ein Junge. Nee, ein Mädchen. Und dann, oh, ja. Jetzt haben wir gar keinen Namen. Also, Gott sei Dank. Ja, und dann war auch das erste Pony schon da. Das war, glaube ich, fast zeitgleich zur Geburt, so ungefähr. Ja, das kam ne? Dann ziemlich schnell. Papa wusste, okay, es ist ein Mädchen, sie reitet. Ja, das hätte ja auch in die Hose gehen können. Da hat er ja mal hochgepokert. Mhm. Dieses erste war wahrscheinlich, Mona war, glaube ich, der Name, ein klassischer Shetty wie von uns allen. Ja, ne? So. Und dann bist du deine erste Führzügel geritten. Ach, sehr Mona. Viel früher, als wir alle uns vorstellen können. Ja, jetzt, also da war ich 2. Ich meine, da kann sich ein normaler Mensch kaum auf den Beinen halten, so ungefähr. So viel sprechen konnte ich, glaube ich, auch noch nicht. ja, jetzt darf man ja erst mit 4 Vierzügeklasse reiten. Das haben sie jetzt ein bisschen aufgestockt. Aber ich habe schon mit 2 Vierzügeklasse geritten. Dann hat Werner Schockemühle hat mich dann gerichtet und meinte zu Papa, ja, wie alt ist sie denn? Also ich wurde 3 Tage später 3. Also ich war schon fast 3. Aber 2 klingt Papa schon mal meinte, noch... Ja, sie ist 2. Gibt's doch gar nicht, bewegt sich gar nicht auf dem Pferd. Ich hatte natürlich überall Haftkleber, überall, dass ich bloß nicht runterrutsche. Aber ich saß da ganz stolz drauf und ja, habe auch einen 5. Platz gemacht. Und diesen Haftkleber, nur mal um beim Thema zu bleiben, hast du den heute noch? Nee, habe ich lange gemacht, aber irgendwann konnte ich es dann doch nicht mehr ab und dann habe ich es doch lieber gelassen. Das ist ja auch unangenehm, oder? Wenn man sich gar nicht da oben bewegen kann? Ja, aber ich war halt, ich war ja immer sehr klein, bin jetzt auch nicht die Größte, aber früher war ich wirklich sehr, sehr klein. Und bin so gerade mit den Sporen unter Sattelblatt gekommen und dann war. Aber die Sporen waren schon dran, ja? Ja, ja, klar. Oh. Du hast eine Schwester, die heißt Johanna, die ist jünger. Und irgendwann hast du mal zu mir gesagt, ja, die ist gleich springen geritten und ich Dressur, das war auch ganz gut so. Was hast du denn damit gemeint? Ja, wir sind ja nur 1,5 Jahre auseinander. Wir haben natürlich immer Ponys gehabt und haben auch beide Dressur und Springen geritten. Und Johanna saß immer besser auf dem Pferd als ich, hat jede Reiterprüfung gewonnen und da war ich dann doch irgendwann... Du hattest Angst vor der... Sehr schön, okay. Ja. Und du bist bei der Dressur geblieben, war das gut, war das richtig? Ja, das war richtig, doch. Ist meine Leidenschaft und irgendwie meine Berufung, mir macht das Spaß, ich liebe das immer, die Arbeit mit den Pferden und manchmal meint Johanna, ich muss auch noch springen, da kriege ich also, bin ich immer etwas nervös, beim Dressurreiten bin ich nicht nervös, aber... ab und zu überwinde ich mich dann. Dann im Nachhinein finde ich es auch toll. Macht dann auch Spaß, aber ich brauche es jetzt nicht. Also Dressur ist schon super. Bei euch ist das ja schon, das merkt man auf den Turnieren, das merkt man, wenn man mit mir spricht, es ist wirklich eine Familienangelegenheit. Welche Rolle nimmt deine Mutter ein? Denn die ist meines Wissens nie selbst geritten. Nee, Mama ist also nie geritten. Wir haben sie einmal aufs Pferd gesetzt, aber das fand sie nicht so berauschend. Sie hat gesagt, ich liebe den Sport, aber ich bleibe gerne unten. Okay. Ja, Mama, die hat von Anfang an gewusst, wenn ich den Mann heirate, dann muss ich auch die Pferde mit heiraten. Also es war immer, das hat er klar gemacht. Okay. Ja, Mama wusste das auch und hat auch gesagt, okay, ich widme mich jetzt dem Sport und hat uns überall hingefahren. Also Mama und Papa. Sie ist eigentlich. Ja immer dabei, ne? Ja, wenn Mama ist so die beste Pflegerin. Ja. Also sie flechtet immer ein. Also sie näht eigentlich ein. Sie macht das auch ganz super. Also das bringt doch immer Glück. Also Mama muss immer einnähen und ich mache den vorderen Zopf. Das ist so unser Ritual auf dem Turnier. Okay. Ja, wenn sie gar nicht kann, dann muss ich das machen und dann alle meinen, kannst du das? Ja, ich habe es mir oft genug angeguckt. ja, aber Mama, die ist halt. Ja, die liebt auch so dieses Rumtüdeln mit den Pferden und okay. Ich brauche sie auch so vorm Turnier. Papa muss weggehen, weil der macht mich dann verrückt. Der fragt mich dann 1000 Mal, kannst du die Aufgabe? Ja. Dann laufe ich sie immer noch ab, weil ja, aber Mama, die macht dann alles und ich kann dann mich konzentrieren und dann gehe ich aufs Pferd und dann
gucke ich eigentlich immer nur Mama an, haben wir alles, gucke auf Uhr und dann ist gut. Ja. Papa verschwindet und dann ist auch gut. Ich kann mich ziemlich gut erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 3 Jahre. Da warst du in Donaueschingen und warst aus irgendeinem Grund, den ich vergessen habe, das erste Mal ohne deine Eltern auf dem Turnier. Ja. Und du warst aufgeregt, aber ich glaube, deine Eltern waren noch aufgeregter. Ja, Mama, ich habe dann noch studiert zu der Zeit und musste noch also lernen für die Klausuren. Bin dann mit Olli und mit Mario Stevens runtergefahren, mit Burlington und Edward damals. Mhm. Und dann musste ich mich so ein bisschen auf Olli verlassen. Olli hat mich dann gecoacht. Ich meine, der coacht mich ja immer, aber der musste mich dann noch mit zum Hotel nehmen, weil ich so Mama tausendmal angerufen. Klappt alles. Und danach hat sie gesagt, das mache ich nie wieder. Ich lasse dich nie wieder alleine los. Das ist schlimmer als mitfahren. Ja, das kann man sich gut vorstellen, wenn ihr so ein eingespieltes Team seid. Ja. Deine Mutter spielt eine große, große Rolle, auch beruflich. Da kommen wir aber nachher noch mal zu, weil ich das unglaublich spannend finde. Da reden wir noch mal einen Moment länger drüber. Du hattest Chatty Mona und irgendwann war klar, Charlotte ist ehrgeizig, Charlotte will mehr. Wie ging es weiter? Dann hatte ich, Papa hat es eigentlich mal relativ clever gemacht. Wir hatten für jede Aufgabe, quasi für E, A, L, immer ein passendes Pony. Okay. Also dass wir und da schon gesplittet in ein Dressur, ein Springpony? Nee, also Johanna hat, also wir haben ja beide bis A zusammengeritten. Ich habe sogar auch 2 A-Springen geritten. Bin ich auch stolz drauf. Dass ja, sehr. Können wir ruhig gern betonen. Ja. Und dann, Johanna hat auch A-Dressur geritten. Und dann haben wir irgendwann entschieden, dass wir es dann beide dann doch lieber in die eine oder andere Schiene gehen. Und wir hatten immer 2 Ponys. Jeder hatte immer ein eigenes. Wir haben die nie gesplittet. Das wollten wir nicht so. Das mag man ja nicht so gerne, die Ponys tauschen. Nee, das ist schlimm, ja. Ich hatte dann Disco-Dancer. Das war eigentlich so. Das war ein 6 am Lotto, dass ich dieses Pony bekommen habe. Der ist mit mir seine 10. deutsche Meisterschaft gegangen. Genau. Und ich war 10 Jahre alt und das war meine erste. Und die war in Aachen. Und das war natürlich ein totales Highlight. Der hat mir halt ganz viel beigebracht. Der war 15 Jahre, das war so ein richtiger Lehrmeister. Und ich bin aus der ersten Prüfung rausgeritten. Und Papa so, warum hast du so viel Gas gegeben? Ich so, Papa, ich habe gar nichts gemacht. Der hat alles von alleine gemacht. Ja. Du sagst ja immer, du bist echt ein Ruhiger oder du siehst auch sehr ruhig und konzentriert aus. Bei dieser ersten deutschen Meisterschaft, 10 Jahre, warst du ja wahrscheinlich mit Abstand der kleinste Knirps. Mit Abstand. Mhm. Wie war das mental? Warst du da aufgeregt oder war das mehr noch so eine bisschen Spielphase? War alles noch nicht so ernst? Also, soweit ich mich erinnern kann, war es, glaube ich, noch relativ locker. Da wusste ich irgendwie, ja, ich darf jetzt mitreiten, aber so mit 10 habe ich das auch noch nicht so richtig begriffen, was das eigentlich heißt, in Aachen zu reiten und dann deutsche Meisterschaften. Das war auch ganz gut. Also wir haben das relativ locker gesehen, wir sind jetzt dabei und wir machen das Beste draus. Aber da war ich noch relativ entspannt. Und dann hast du mal gesagt, weiß nicht, ob das schon mit 10 der Fall war, der größte Traum einmal im Bundeskader und einmal Euro reiten. Und das hat gar nicht mehr so lange gedauert. Das war 2009 soweit. Hättest du eigentlich aufhören können, ne? Mit 2009, oder? Ja. Also Olli hat immer gesagt, Charlotte, wir müssen realistische Ziele uns setzen. Also man darf immer nicht zu weit spinnen. Und ich hatte halt immer Glück mit den Ponys, aber ich war nie gut genug, dass Frau Endres mich im Bundeskader genommen hat. Ich war immer die Nummer 13 und das hat mich so geärgert. Das war aber jetzt hier kein Piekser, dass wir einmal... Nein, ich war immer bei Frau Endres zum Unterricht, habe meine Ferien verbracht, ich habe das dann geliebt. Du bist auch in den Ferien, so viel ich weiß, da 6, 8 Pferde teilweise am Tag schon geritten, ne? Ja, 6, 8 Ponys. Ja, ich wollte immer mehr und mehr und Frau Endres meinte, nein, also... Doch, bitte. Und dann habe ich da so viele Pferde geritten, dass ich war halt am Ende total kaputt. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht und da wusste ich irgendwie schon, das ist irgendwie so mein Ding. Also es macht mir Spaß und auch so die ganze Arbeit, auch dieses Drumherum. Also nicht nur das Reiten, sondern auch dieses mit den Pferden und rein, rausbringen. Und ja, irgendwie so als Kind hat es dann schon, war es schon irgendwie so ein Zeichen, so, dass es dann irgendwie das Richtige ist für mich. Wo wir schon bei deinen Ponys sind, kommt hier schon unsere erste Frage von den Zuschauern. Gibt es dein erstes Pony noch? Ich nehme an, dass mit diesem ersten Pony Mona gemeint war, die Chatty. Ja, Mona ist vor 3 Jahren gestorben. Und ist 35 Jahre alt geworden. Ui, das ist aber auch stolz. Ja, sie wurde bis zum Schluss gehegt und gepflegt, hat dann jemand keine Zähne mehr gehabt, hat nur noch Mesh bekommen. Und war sie denn bei dir bis zum Schluss? Nee, sie war dann beim ganz guten Freund von uns, weil der hatte auch noch 2, 3 ältere Ponys. Und bei uns wäre sie so das einzige Pony gewesen. Und dann
war das ein bisschen schwierig mit den Großpferden. Mm. Und ja, da hat sie dann ihr Gnadenbrot bekommen und das, der hat nur 5 Minuten von uns gewohnt. Und dann sind wir da auch relativ oft hingefahren und haben uns das immer angeguckt. Und irgendwann war sie einfach zu alt. Aber sie hatte wirklich ein ganz tolles Leben bei uns, glaube ich. Also ich meine, 35 ist ja selbst für einen Chatty auch schon echt eine relativ stolze... Ja, sie war grau, sie war nicht mehr schwarz, sie war grau. Okay, wie ging es denn los mit den Großen? Denn der Umstieg, der ist ja für viele dann auch so, oh, klappt nicht so, ist ja doch alles ein bisschen anders, doch alles größer. Wie hast du das gemacht? Also ich hatte mit 15, war meine Ponytour so ein bisschen, ging so ein bisschen bergab, sag ich mal. Also da war ich, hatte ich Wanda, das war auch ein ganz tolles Pony. Aber die war nicht gut genug und das klappte auch irgendwie. So, die Grenze war einfach erreicht von dem Pony. Wir haben alles rausgeholt, was ging. Und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche jetzt nicht noch mal ein Jahr älteres zu reiten. Ich will das nicht. Ich will jetzt wieder weiter. Und dann hatte ich eigentlich auch wieder Glück. Also ich hatte ganz, ganz, ganz viel Glück in meiner ganzen Laufbahn bis jetzt. Okay. Dass meine Schwester mit Vicky Klatte super befreundet ist. Und Johanna war da 14, Vicky auch. Und dann haben die so gequatscht und meinte dann zu Vicky, ja, Charlotte braucht ein Pferd. Sie will nicht mehr Pony reiten. Und dann meinte Vicky so, ja, ich glaube, wir haben da einen. Und das war dann World of Dreams. Und dann Guido und Britta meinten so, ja, aber der ist ganz schön stark und du bist ganz Guido schön klein. Guido und Britta, die Eltern von Vicky. Ja, muss Guido und Britta Klatte, genau. Charlotte, du bist ganz schön klein und meinst, der ist ganz schön groß und stark und Hengst. Und du hast noch nie einen Hengst geritten. Und dann Papa so, ja, wir probieren das einfach mal. Bin ich dann hingefahren, erst in meinem Leben mal 4 Zügel in der Hand gehabt, noch nie mit Kandare geritten. Aber mein Gott, da musst du doch tierisch aufgeregt geworden, ja, so ein Hengst. Als ich dieses Pferd gesehen habe, habe ich gedacht, boah, Fuchs. Okay. Und dann Hengst, der war bildschön. Ich habe den geritten und dann habe ich sofort Einerwechsel geritten, weil der konnte auch alles. Das war wie mein Disco-Dancer, war World of Dreams einfach nur eine Nummer größer. Mhm. Und dann haben wir Olli mitgenommen und Olli musste das dann entscheiden, ob er das mit mir schafft oder nicht schafft, weil ohne Olli wäre es gar nicht gegangen, weil ich war 15 und musste natürlich auch noch jemanden haben, der mich betreut, der das Pferd auch mal mitreitet, weil körperlich konnte ich das auch noch gar nicht. Und gut, ich muss das auch erstmal lernen. Ich habe noch nie einen fliegenden Wechsel geritten bis 15. Und dann aber mit Einern angefangen. Und da, ja, gut, ja, dann leg mal die Beine schneller um. Und dann habe ich das so versucht. Und dann, das Pferd wusste es einfach. Ne? Das war halt Glück. Und da bin ich halt auch noch, also hätte ich dieses Pferd nicht gehabt, wäre ich jetzt hier nicht, wo ich bin. Also der hat mir schon, also ging die Karriere einfach so steil weiter, ohne dass ich halt mal ein Jahr Pause gemacht habe und das Pferd neu aufgebaut habe oder erstmal eins finden, das ist ja die große Das Kunst. Ist heute vielleicht sogar noch schwieriger. Ja, genau. Und das war halt toll. Dann hat Olli gesagt, ja, wir versuchen das mal. Ich glaube, wir schaffen das. Ja, und dann hat es auch geklappt. Jetzt fällt ja ganz oft der Name Olli. Wir merken um die Bedeutung von Oliver Oelrich, aber nicht alle mögen den kennen. Erzähl uns ganz kurz was zu Olli und dir. Also Olli und ich sind jetzt schon seit, ich glaube, ich werde jetzt 26, da war ich 15, also 10 Jahren. Ich bin ja noch keine 26, 10 Jahren ein Team. Ja, ich bin auch irgendwie eigentlich nur durch eine Freundin da rangekommen, die meinte, wenn du jetzt umsteigst, brauchst du auch einen Trainer, der in dieser Szene drin ist und der auch mit den Pferden gut kann, auch S reitet. Und dann sind wir da hingefahren und dann durfte ich dann ein Pferd reiten von ihm, hatte noch kein eigenes großes bis dahin. Und dann hat er mir eins gegeben und dann habe ich da mal oft genug... Zum Vorreiten, so zum Testen? Ja, und ich durfte die auch, also das war die Stute Optima, die durfte ich dann auch auf Turnier reiten, dass ich erstmal so ein Gefühl fürs Großpferd bekomme. Das war ja schon sehr großzügig, dass er mir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, Charlotte, also ich kenne dich zwar nicht, aber ich gebe dir jetzt mal ein Pferd. Ja. Und dann, ja, vielleicht müssen wir das irgendwie noch einschränken, sonst stehen morgen 200 Leute bei Oliver Oelrich auf der Matte und wollen ein Pferd. Nee, und dann... Dann ging das so in eins über und Olli und ich sind halt seit 10 Jahren wirklich, also ich brauche den nur angucken, dann weiß ich ganz genau, was ich falsch gemacht habe und was ich richtig gemacht habe. Und habe dann meine Pferde, auch nachher waren es dann ja Burlington und Edward, und die standen alle bei Olli. Und ich habe dann mein Abitur zu Hause gemacht, bin dann aber nach dem Abitur, also nach der Schule immer dann dahin gefahren. Der wohnt ja in Lengerich, das war mal so eine halbe Stunde Fahrt. Mama ist dann immer mittags losgefahren, hat mich da abgesetzt. Papa hat mich dann abends abgeholt. Ja, das ist schon ein Familienunternehmen. Dann, dann habe ich Münster studiert und dann konnte ich selber fahren. Dann war das etwas einfacher. Ja. Okay. World of Dreams, mit dem hast du
Du weißt es spontan auswendig, ich muss es nachgucken. Wie viele EM-Medaillen? Oh, also 2009 Ermelo, war ich Silber, habe ich da die Einzelbronze geholt, Einzelmedaille. Ja. Und Mannschaft Gold. Und dann kam Kronberg bei auf dem Schaf. Nee, bei mir hast du da laut Unterlagen hast du sogar Einzelsilber geholt. Ja, manchmal. Ja, stimmt, hast recht. Ja. Einzelsilber, erste Mal, stimmt. Genau, ja. Team Gold, Einzelsilber und dann kam 2010. Und das war dann schon der Knaller, oder? Ja, das war dreimal Gold. Das war Highlight. Das war ein Highlight, ja. Wir müssen aber noch einmal zu 2009 zurück. Das war nicht nur deine erste EM, das war auch das große Burlington-Jahr. Da hast du Burlington gekriegt. Ich betone das so, weil ich glaube, das Pferd ist so besonders für dich. Wie bist du an ihn gekommen? Also ein guter Freund von meinem Vater, also jeder wusste ja, dass wir ein Pferd suchen und dass wir noch eins hinterher brauchen. Wie man sucht ja, und man ist ja nicht so, dass man sofort findet und das dauert ja über Jahre lang, dass man erstmal so dieses passende Pferd findet. Ja, warte, da muss ich vielleicht einmal kurz einhaken, denn hier wird, was ist dir besonders wichtig? Ich formuliere das jetzt ein bisschen um, hier wird gefragt im Umgang mit Pferden, da können wir gleich noch drauf kommen. Aber mich würde auch interessieren, was ist dir besonders wichtig an den Pferden überhaupt, dass sie sich die Ohren abtreten, dass die ein schönes Auge haben, dass... Also ich finde erstmal, also mir ist eigentlich wichtig so, dass dieser Kontakt zwischen Mensch und Pferd, dass der erstmal stimmt, dass da so ein Vertrauen schon da ist, dass man auch, wenn man das Pferd ausprobiert, das Pferd muss nicht traben für eine 9 oder das braucht es gar nicht. Es muss einfach solide, also gute Grundgangarten haben. Burlington trabte 6-jährig wirklich ganz normal. Also ich wusste, ich glaube, da kann man viel rausreiten und man kann ihm viel beibringen durch die Kraft. Er hat einen super Schritt, einen ganz tollen Galopp. Galopp finde ich halt sehr wichtig auch, weil er auch ganz tolle Wechsel daraufhin halt dann gut springen kann. Und Trab war wirklich normal. Und dann, aber ich habe gesagt, das Pferd brauche ich. Also ich sitze da drauf, ich kam super mit ihm klar. Er war ja auch Hengst und ich war ja auch noch... nicht die schwerste und größte, so dass man, wenn man jetzt auf so einen neuen Hengst ist, dann die testen das ja auch mal gerne aus und er hat also alles gemacht, was ich wollte und ich wusste irgendwie, das ist er. Also das hat, die Chemie hat einfach gestimmt. Und was für dich, was ist für dich im Umgang mit, sagen wir mal ruhig speziell Burlington, am wichtigsten? Das Vertrauen ist das eine, aber ihr macht ja auch viel zusammen, ihr zwei. Ja, sie ist halt eigentlich das totale so ein Spielekamerad, weil der ist total aufmerksam, liebt es, wenn man mit ihm rumtüdelt. Das haben wir übrigens gerade schon gesehen. Der war eigentlich die ganze Zeit hier am Rumknabbern, aber jetzt hat er keinen Bock mehr. Ich glaube auch nicht, jetzt hat er keine Lust mehr. Aber der ist halt, also der kneift, also der beißt nicht, der ist nicht frech, der haut nicht. Klar, der hat auch mal seine 5 Minuten, dann buckelt der auch mal so rum, aber nicht frech, sondern einfach nur, weil er halt so viel Energie hat und so froh ist. Und mir ist halt immer ganz wichtig, dass die Pferde halt auch Spaß an der Arbeit haben. Und man muss nicht jeden Tag Einerwechsel reiten oder Traversalen reiten. Man muss einfach auch die Pferde bei Laune halten. Das ist eigentlich so das Schwierigste an allem. Weil den Pferden auf der einen Seite das beibringen und dass sie die Lektion lernen, ist das eine. Aber sie müssen es halt auch gerne machen. Sie müssen gesund bleiben. Man muss es auch lange machen. Ich habe ihn jetzt 10 Jahre und toi, toi, toi. Also er ist einfach... ein treuer Kamerad, immer klar mit Höhen und Tiefen, das hat aber jeder. Und also wir haben es echt gut, es ist ein gutes Management einfach. Man kennt sich, man weiß, was das Pferd braucht und er braucht wirklich eigentlich nur Konditionstraining, so ein bisschen just for fun und er geht lieber grasen oder ja, also der muss einfach betüdelt werden und Lust haben. Das ist das A und O. Und bei Laune halten, ich meine, für den Hallenweg hast du ja eigentlich ein sehr einfaches Rezept. Was du mir erzählt hast. Er braucht unbedingt, bis er in die Halle geht, sonst bleibt er stehen. So, ist ja, das genau. Immer noch so? Kann das sogar, ja. Also das ohne hat er den. Das von Olli gelernt, das habe ich auch nicht wieder rausgekriegt. Also, so, wenn er an einem Schrank steht, wenn er weiß, wo der Candice-Pot steht, dann geht er nicht in die Halle. Ah, das also, er bleibt stehen. Konsequente so lange Erziehung. Steht, bis er was kriegt. Also, kann man ihn auch nicht dann irgendwie ziehen oder wie auch immer? Nee. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, als ihr beide das Nürnberger Burgpokalfinale gewonnen habt. Das war
das war, ich möchte ja fast sagen, ein Aufschrei durch die Szene, ist Quatsch wahrscheinlich, aber medial steht der Burgpokal ja doch sehr im Vordergrund. Und ich sah dich noch da nach dem Finale, tausende von Journalisten, hätte ich jetzt fast gesagt. Und du stehst da mit Riesenaugen und denkst, was ist denn hier los? Ja. War das tatsächlich das war so, oder? War das so ein Durchbruch, um in der großen Szene wahrgenommen zu werden? Ja, doch, das war wirklich so. Also das war so ein Sprungbrett. Man sagt das ja auch, dieses Nürnberger Burgpokal ist eine total tolle Serie für die 7- bis 9-jährigen Pferde. Fürs Pferd war es ein Sprungbrett und für mich als Reiter natürlich auch. Also ich habe U21 geritten, ich war junge Reiter, ich war die Kleine da, ne? Und ich meine, da haben ja alle groß mitgeritten und da war halt für mich erstmal schon ein totales Highlight, dass ich überhaupt da bei dem Finale reiten durfte, dass ich mich dafür qualifiziert habe. Weil wir haben ja in dem Jahr noch Euro geritten für die junge Reitertour. Ja. Da waren wir in Bern. Und dann war das im Grunde das i-Tüpfelchen der ganzen Saison. Und dann saßen wir abends, das weiß ich noch ganz genau. Wir haben trainiert, dann haben wir gesagt, heute geht da nicht so gut. Generalprobe ist immer nicht so gut bei Wörlichen und bei mir, wenn wir auf dem Turnier sind. Und Olli meint, ja, wir gucken einfach, wir sind froh, dass wir hier sind. Was kommt, das kommt. Also keine Erwartung. Und ich war auch total entspannt. Für mich war das sowieso klar, dass ich irgendwie im hinteren Viertel irgendwie mitspielen werde. Weil hat ja geklappt. Ja, und dann sind wir geritten und ich so, das war gar nicht so schlecht. Und dann keine Fehler, ja, und dann hatte ich da echt Glück. Weißt du noch, was der Christoph Fest, der Kommentator, damals gesagt hat? Nee, ich glaube, ich habe mir den Ritt 100-mal angeguckt, weil ich es auch nicht glauben konnte, aber das weiß ich nicht mehr. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das wirklich schon unglaublich fand. Du darfst auch rot werden. Das war ein Ritt voller Harmonie, eine Riesenleistung. Das waren die besten Trab-Traversalen, die besten Wechsel. Hier wurde ein unglaublich gutes und komplettes Pferd von einer 19-Jährigen super in Szene gesetzt. Da muss dir doch das Herz sonst wohin gerutscht sein, oder? Ja. Man reitet ja da so im Kreis und dann hört man. Und man hört an der Stimme von Christoph Hess schon immer, ob er jetzt sagt, jo, war ganz nett, oder ob er echt. Und da hat er ja richtig draufgehauen. Also das war, glaube ich, ein ganz, nett, ne? Das war schon sehr besonders. Du hattest dich für diesen Moment natürlich mit Plastron gekleidet. Ja. Dieses Plastron hast du immer noch. Wo ist es? Übertreibe ich jetzt, wenn ich sage, das ist zu deinem Glücksbringer geworden? Ja, schon. Also das ist... Ja, schon? Ich übertreibe oder ja, schon? Nein, doch, das habe ich immer um. Also ich bin da, eigentlich bin ich nicht so ein abergläubischer Mensch. Da kenne ich ganz andere. Zum Beispiel Fabi Lüttgemeier hat, seitdem ich sie kenne, immer das gleiche Haarband um. Das bin ich eigentlich gar nicht, aber dieses Plastron... Ah ja, guck mal, das glitzert auch schön. Habe ich mir extra machen lassen. Ich will einmal so ein Deutschland-Plastron haben, weil ich hatte immer so ganz normale und ich hatte auch immer schöne, aber... ganz schlichte und dann einmal mit Glitzer, weil ich bin nicht so ein Glitzer, ich bin nicht so ein Mädchen. Ah, guck, jetzt nimmst du mir gerade eine Frage weg. Ja. Die wurde doch hier gerade gefragt. Also, wie viel Pferdeleben, wie viel Glitzer hat dein Pferdeleben? Nicht viel. Also ich bin eher so die Schlichte. Okay, aber das musste sein. Das musste sein. Ich habe gesagt, okay, ein bisschen Glitzer darf ich auch haben oder mag ich auch wohl und muss nicht pink sein, obwohl ich heute rosa trage, ist auch, kommt nicht so oft vor. Aber ja, das ist halt so ein Schirm mit schwarz-rot-goldenen Steinchen und das hat mir Glück gebracht und seitdem wird das schön gepflegt. Wenn man ein Steinchen abgeht, muss das repariert werden. Es will auch kein neues haben. Also, wenn es wichtig wird, kommt das mit. Das an, ja. Ich habe auch noch eins, was so für normale Turniere sind. Ja, aber das ist ja schlecht. Das heißt ja dann schon, oh, nur normales Turnier, das nein, wird nicht. Nein, aber so klein, wenn es schmuddeliges Wetter ist und so, oder dann muss ich jetzt nicht unbedingt anziehen. Das ist nur das Sonnenplastron. Ja, das muss schon, also wenn Burling sowieso ausschließlich, aber wenn ich mal mit den Jungen losfahre, dann kommt da auch mal ein anderes dran. Aber das ist schon mein Glücksplastron. Sonst bin ich wirklich nicht abergläubisch, habe auch eigentlich nicht... Ja, aber vorhin schon Teile. Das Ritual beim Einflechten, das gibt's ja auch, also so ein paar. Aber du hast so schön gesagt, andere Pferde, was hast du noch? Wir haben ja praktisch das Double nebenan. Ja, genau, Burling 2. Der ist jetzt 7, den haben wir als Jährling gekauft, aber auch nur, weil es der Wollbruder war und nicht, weil er irgendwie unbedingt schön war oder so. No, hoffentlich hört er das jetzt nicht. Ja, jetzt ist bildschön geworden. Und
den habe ich auch qualifiziert, 5- und 6-jährig zum Bundeschampionat. Hat aber relativ lang gebraucht, weil er halt 1,76 groß ist, relativ viel fährt. Noch viel mehr fährt als Burling 1. Und, nennt ihr die auch Burling 1 und 2? Nein. Die heißen beide Burling. Also Papa hat gesagt, wir müssen den Burling 2 nennen, damit die Züchter auch wissen, das ist ein Burling Vollbruder. Okay. Aber die heißen beide Burling und hören auch beide drauf. Und der ist jetzt 7 und macht sich wirklich super. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal mitgehabt auf dem Turnier. Und fahre jetzt auch mit zu Olli und mit zu Klaus. Klaus macht Handarbeit mit mir. Das fangen wir jetzt so langsam, so spielerisch an, dass er so ein bisschen was lernt. Mhm. Und ich glaube, dass er sich wirklich super macht. Wie weit es wird, weiß man nie. Aber ich habe da schon auch große Hoffnung drin. Jetzt haben wir Olli schon erklärt. Jetzt fällt der Vorname Klaus Balkenhol, genau. Mit dem du auch, ich glaube, genau seit dem Sieg Burgpokalfinale zusammen trainierst. Richtig, ne? Ja. Ja, es war ganz gut, weil Olli meinte, Charlotte, so jetzt sind wir fertig mit der St. Georg-Tour. Mehr geht jetzt nicht. Wir müssen jetzt Grand Prix lernen. Ja, dann müssen wir das jetzt. Dann mal los. Und er meinte, Olli, ja, wir müssen uns da den Besten holen, den es gibt. Und das ist Klaus. Und dann hat Olli Klaus angerufen und gesagt, ja, kann ich mal mit Charlotte und Burlington kommen? Sind wir da hingefahren. Und dann hat der Klaus gesagt, ja, das will ich wohl machen. Und dann bin ich da für 2 Jahre mit Burling eingezogen, hatte die anderen Pferde, Edward und ihn schon, den Burling 2, bei Olli stehen und bin dann von Münster gependelt, habe ich zu der Zeit in Münster studiert. Ah gut, das war ja nicht so weit, ne? Nee, das ging. Ja. Halbe Stunde da, dreiviertel Stunde da und dann wieder eine halbe Stunde zurück, das ging. Und habe da halt super viel gelernt. Also das ist dann ja nochmal, Grand Prix ist dann wieder was ganz anderes. Also das muss man auch erstmal lernen. Ich habe das auch noch nie geritten und Klaus hat mir echt alles beigebracht, was geht. Also ich habe da so viel gelernt und konnte ich das natürlich dann auch gleichzeitig dann auf die Jungen dann umsetzen. Ich habe es versucht und das war natürlich auch von Olli sehr großzügig, weil ich war ja seine Schülerin. Er hat gesagt, ja, du musst jetzt dahin mit dem Pferd und wir müssen das aus dem Pferd das Beste rausholen. Mhm. Und ich helfe dir, wo ich kann, aber ich glaube, dass wir jetzt da in diesem Entwicklungspunkt brauchen wir jetzt Klaus. Und dann haben wir es so gemacht. Und dann haben die beiden auch super zusammen trainiert. Auch Olli ist oft mitgekommen, hat sich das angeguckt, damit jeder kann von jedem lernen. Also es ist nie so, dass man alles kann. Mm. Und das war halt auch toll. Also die haben sich gut verstanden, verstehen sich immer noch super. Ich meine, wir machen das immer noch so. Ich wollte gerade sagen, ihr macht das ja immer noch mehr. Das Team steht immer noch, ja. Und es war schon toll. Und du hast aber noch mehr hier stehen. Du hast 6 Pferde hier stehen, 2-mal Burlington, soweit sind wir. Wen haben wir noch? Genau, dann habe ich eine ganz tolle 5-jährige Destano-Stute. Die habe ich jetzt seit einem halben Jahr. Mhm. War relativ roh. Gehört Familie Fiege und ist ganz, ich glaube, dass das ein ganz, ganz tolles Pferd wird. Ist eine Fuchsstute. Bin ja nicht so der Stutenreiter. Noch nicht? Noch nicht, genau. Aber sie hat schon mal die richtige Farbe. Jetzt mal echt, ist das witzig? Ist das wichtig oder ist Nein. das. Nee, gut. Aber irgendwie, suchen die sich mich aus, glaube ich. Also das ist. Manchmal ist das ja so. Ja, ich hatte schon mal 6 Füchse hier stehen. Da haben alle gesagt, Schade, das kann doch nicht wahr sein. Aber Tine hat nur. Und der keiner war, den hast du angemalt wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Aber das ist ganz witzig. Tina reitet nur Rappen und ich mit den Füchsen da mal rum. Das ist ganz witzig. Dann kann man auch die Pferde nicht verwechseln. Hat nee, was genau. Ja, das ist die 5-Jährige. Dann habe ich eine schöne 6-Jährige Stute. Das ist eine Sean Connery Stute. Die hat jetzt auf Dressurwelle L gewonnen. Springt schon mal einen Wechsel. Mhm. Braucht auch noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich jetzt auch ein ganz tolles Pferd, das ist der Farbenspiel. Mhm. Den habe ich letztes Jahr bekommen im Oktober. Der wurde über die Auktion in Handorf ersteigert oder verkauft und Viola war dann so lieb und hat mir das Pferd zur Verfügung gestellt. Ja, und das ist auch kein Fuchs, ein bunter brauner Fuchs, brauner, ganz viel weiß und da habe ich ganz große Erwartungen drin. Also mit dem habe ich jetzt schon, den hatte ich erst 2-mal mit. 2-mal auch schon S gewonnen, also wirklich macht seinen Job sehr gut. Wir müssen natürlich, man muss erstmal eine Connection aufbauen, das Pferd muss sich auf einen einstellen. Jeder reitet anders. Er hat natürlich auch viel gedeckt am Land gestüt, deswegen wurde er natürlich auch dann
immer so phasenweise eingesetzt. Und jetzt deckt er nicht mehr, also er soll erstmal nicht mehr decken. Und wir konzentrieren uns jetzt voll auf den Sport und hoffen, dass wir dann Ende des Jahres vielleicht nochmal Nürnberg, auch Burgpokal oder nächstes Jahr dann ganz in Ruhe durchstarten. Je nachdem, wie sich's anfühlt, geht's los. Wir haben neue Fragen. Ich glaube, die eine hatten wir schon. Das Ritual, bevor du ins Viereck einreitest, ist das auf die Zöpfchen nur oder gibt es noch sowas? Ja, also ich kenne ja die Familie Rothenberger schon ewig. Ich bin ja mit Sunny, bin ich ja schon... Oh, dann weiß ich, was kommt. Ja, bin ich alle Euros zusammengeritten. Wir haben immer zusammen im Hotel geschlafen und das war also wirklich eine lange Zeit, Junioren, junge Reiter. Und da habe ich mir auch wirklich viel abgeguckt und unter anderem das Ablaufen der Aufgabe. Erst habe ich das so ein bisschen belächelt, was macht sie denn da? Ja. Weil ich gar nicht, ich wusste nicht, was sie da macht. Und dann ich so, ha, sie läuft die Aufgabe ab. Und dann habe ich das auch mal gemacht und mich richtig konzentriert. Und das war total gut, weil ich total runtergefahren und habe mir bei dem Ablaufen der Aufgabe, ich meine, das hört sich wirklich ein bisschen witzig an, aber es bringt was. Also man nimmt dann gleich so die Haltung ein und konzentriert sich und geht im Grunde genauso durch. Du versuchst zu fühlen, was mache ich jetzt vor dem Mitteltrab? Da muss ich ihn zurücknehmen. Was muss ich machen? Und du läufst das dann auf einem Viereck ab. Ich sage jetzt einfach mal, wahrscheinlich nicht 20 auf 60. Nein. Das wäre ja doch eher... In der Stallgasse. Okay. Also da reichen 3 auf 4 Meter oder so und dann geht das los. Genau. Und das machst du auch heute noch? Ja, das mache ich auch heute noch. Ja. Das ist schön. Die nächste Frage... ich meine, nach deinen Bemerkungen in puncto Springreiten könnten wir die schon beantworten, aber vielleicht täusche ich mich auch. Die Frage lautet nämlich, könntest du dir vorstellen, auch mal Vielseitigkeit zu reiten? Ich weiß nicht. Also ich mache ja jetzt den Trainerschein, da muss ich auch, glaube ich, über den Baumstamm springen. Gut, das kann man auch schon vielseitig nennen. Ja, das ist ja schon so ein bisschen... da habe ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, das ist mir etwas zu wild. Ja, das... Also ich sehe das ja, ich beneide ja Ingrid, wie sie das macht, was für ein Tempo und wie viel Erfolg sie dabei hat, aber das ist, glaube ich, nicht so meins. Ja, das ist halt schon echt total anders. Da musst du halt wirklich den Kopf ausschalten und einfach reiten. Ja. Ich meine, eigentlich kann ich das, aber ich glaube, wenn ich da durch den Busch reiten müsste... Ja, du sagst doch immer, wenn du einreitest, dann hast du den Tunnelblick und praktisch, das finde ich immer sehr lustig, du sagst, ich habe dann praktisch keine Mimik mehr. Ja, das stimmt. Wie sieht das aus? Mach mal keine Mimik. Also, ich glaube, ich guck eher grimmig, aber ich glaube, ich sitze dann da so. Das ist auch eine Mimik. Ja. Keine Mimik geht nicht. Charlotte, jetzt wollten wir schon einmal, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Du hast ja eigentlich relativ früh schon gewusst, was du beruflich machen willst. Ich glaube, es war immer der Gedanke, ich will das mit den Pferden kombinieren, oder? Und du möchtest oder bist ja auch jetzt schon seit 2 Jahren in der Firma deiner Mutter, eine Firma für Reha-Mode. Ist ja was sehr, sehr Spezielles. Und du hast uns was mitgebracht, um uns das etwas zu demonstrieren. Genau. Soll ich mal? Etwas anderes als der Reitsport. Hol du mal lieber, du kannst da besser mit umgehen. Da arbeitest du zusammen mit deiner Schwester und deiner Mutter jetzt in dieser Firma? Ja, genau. Also meine Schwester hat Schneiderlehre gemacht, damit sie das Handwerk beherrscht und ist jetzt dabei, ihren Bachelor zu machen. Auch im BWL, so wie ich. Ja. So, du darfst jetzt Platz nehmen. Ich nehme jetzt Platz. Jetzt, genau. Okay. Ich ziehe dich jetzt an. Okay. Und entwirfst du diese Mode? Das tust du nicht. Das macht mehr. Genau. Okay. Also wir machen ja Bekleidung ausschließlich für Rollschuhfahrer. Ja. Die bewegen sich nicht. Das ist jetzt eine Jacke für einen Aktivrollschuhfahrer. Was heißt das Aktivrollstuhlfahrer? Aktivrollschuhfahrer ist, das sind Menschen, die sind halt durch einen Unfall gelähmt, also querschnittsgelähmt. Die können sich die Beine können sie nicht mehr bewegen, aber der Oberkörper ist beweglich. Okay. Du bist jetzt beweglich, ne? Du kannst nicht okay. bewegen. Ja, okay. Okay. So, diese Jacke ist halt so gearbeitet, die ist halt hinten länger gearbeitet, sodass sie halt richtig schön bis unten hin an den, bis hier unten an die Sitzfläche geht. Okay. Dann kannst du die zumachen. Ja. Und hier vorne ist sie vorne relativ ist sie kürzer, kurz. Aber wenn man sitzt, stülpt sich normalerweise die Jacke so hoch. Ach so, wenn du jetzt eine längere Jacke hättest,
dann würde sie sich jetzt total hochstürzen. Ich meine, die Jacke ist dir jetzt etwas zu groß. Mhm. Ich habe es etwas gut gemeint mit dir, als ich die Jacke mitgenommen habe. Ja. So, die Jacke ist halt kürzer. Dann haben wir hier eine, die Ärmelbundweite ist halt, kann man eng machen. An beiden Seiten. Das hat den einzigen Grund, weil du bist ja Fahrer. Damit ich nicht hängen bleibe. Genau, dass die Jacke nicht in den Speichen, an den Speichen schabt. Okay. So, dann. Und bist du in solche Ideen auch involviert oder gar nicht? Also diesen Schnitt, also meine Mama macht das ja schon seit 30 Jahren. Ja. Die Kinderkrankenschwester gelernt in Bethel und hatte ganz viel mit behinderten Kindern zu tun und auch Menschen. Und hat gedacht, ich muss doch was zum Anziehen haben für meine Kinder. Weil da war sie gerade wirklich Betreuerin für zwei spezielle Kinder und hat die Jacken immer falsch rum angezogen, weil so nach hinten hin war es immer schwierig und oftmals krampfen die Kinder auch oder Erwachsenen, sodass du halt schlecht die Jacken anziehen kannst. Okay. Deswegen diese Jacken, die haben halt ein ganz großes Armloch. Ja, das stimmt. Damit man erstmal leicht reinrutscht. Mhm. Von innen ist der Arm mit Futtertaft abgefüttert, sodass du halt nicht leicht reinrutscht. Damit es nicht so anstrengend ist, so eine Jacke anzuziehen. Okay. Dann das ist jetzt für einen Aktivrollschuhfahrer. Jetzt, wenn du fährst, beugst du dich ja so ein bisschen nach vorne. Ja. Um vorwärts zu kommen. Ja. Du sitzt ja nicht so und fährst so. Ja. Und deswegen brauchst du halt auch diesen Platz hier, damit du halt genug Spielraum hast, dass die Jacke nicht zu eng ist. Weil wenn die Jacke eng ist und du dann noch fahren musst und dann über den Bordstein und dann wie auch immer, ich meine, da sind schon viele Hindernisse, die man dann mit dem Rollstuhl hat, erleichtert diese Jacke schon diesen ganzen Trip. Okay. Sag ich mal, ne? Ja. So, und das ist halt also eigentlich super. Also wir machen natürlich auch noch Jacken für Menschen, die in der Sitzschale liegen. Die haben dann eine Kopfstütze hier hinten, haben eine körpergeformte Sitzschale. Mhm. Die brauchen eine ganz andere Jacke. Die haben dann Jacken, die gehen um den Rollstuhl drum zu. Okay. Weil sie sonst, wenn ich jetzt die Jacke, so wie bei dir, richtig reinstecken würde, würden sie Druckgeschwüre bekommen und würden sich total unwohl fühlen. Die sind auch angegurtet und ich habe da halt mein Leben lang mit zu tun gehabt. Für mich ist das ganz normal und ich finde es auch, es ist auch eine tolle Arbeit. Es macht mir ganz viel Spaß. Du hast mal irgendwann gesagt, man kriegt einen anderen Bezug zum Leben. Was bedeutet das genau? Ja gut, ich meine, wir sind natürlich, wir haben alle viel Glück gehabt. Ja. Ja, wir sind alle gesund. Toi, toi, toi. Und ich bin damit aufgewachsen. Ich bin auf dem Zuschneidetisch groß geworden. Meine Mama hat mich beim Maxicosi auf den Zuschneidetisch gesetzt und die Näherinnen haben uns die Pampers gewechselt. Und ja, wir sind halt, jeden Tag kamen Kunden zu uns und haben sich dann ausmessen lassen von Mama und haben gesagt, Frau Schimmern, wir brauchen das. Und dann, so ist natürlich auch unsere Firma gewachsen, weil wir ganz viel Kundenkontakt haben. Und Mama und wir, also Johanna und ich und auch Papa, mit Leidenschaft dabei sind. Und wir auch dann auf viele Messen fahren, die Kunden sehen. Und dann ist es schon, es gibt schon ganz grausame Schicksale. Also nicht unbedingt, dass man behindert geboren wird, sondern auch durch einen Motorradunfall oder man rutscht in einer Badewanne aus und auf einmal fällt man falsch und dann liegt man da. Ist dir vielleicht auch schon mal in so einem Moment die Idee gekommen, wenn ich morgen vom Pferd falle, kann es genauso sein? Ja, natürlich. Ich bin auch schon ein paar Mal vom Pferd gefallen, weil ich immer froh, dass ich eine Kappe auf hatte. Mhm. Weil das ist schon, das geht so schnell. Das geht wirklich schnell. Das ist interessant. Das ist ein schöner Beruf, muss ich sagen. Ich würde wieder aussteigen und die Jacke ausziehen, weil die sehr warm ist. Ich glaube, das ist eine Winterjacke. Charlotte, du hast dieses Jahr, ganz schneller Schlenker noch, dieses Jahr eine Reise gemacht, die dich auch sehr berührt hat, habe ich vorhin gemerkt. Du warst in Sri Lanka. Genau. Was hast du da gemacht? Ich war mit meiner Schwester, meiner Mama, 10 Tage im März in Sri Lanka. Also ein befreundetes Ehepaar. Oh, der Rollstuhl rollt weg. Er kommt nicht bald. Ein befreundetes Ehepaar hat eine Stiftung gegründet. Mhm. Und sie bauen in Sri Lanka, Argentinien und in Tansania Kindergärten, Schulen, ein Medical Center. Mhm. Sowas gibt es da einfach nicht. Mhm.
oder halt in ganz sparsamen Verhältnissen. Und dann wurden wir gefragt, ob wir da Lust zu hätten, um uns das mal anzugucken. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, super gerne, wenn uns die Chance geboten wird, dass wir sowas sehen dürfen, auch nicht nur von der Touri-Seite, sondern auch wirklich mal hinter die Kulissen zu gucken, dann nehmen wir das gerne an. Mhm. Ja, das war schon, da kommt man erstmal runter. Ja. Also wir haben ganz tolle, also die Gebäude sind toll geworden, Kindergärten. Die Kinder, das sind, die kommen mit 2 Jahren in den Kindergarten. Wenn die uns dann begrüßen, weil die sind ja Weiße und die Kinder haben ganz viel Angst vor uns gehabt, weil die noch nie Weiße gesehen haben. Weil wir wirklich da in Gegenden waren, die kaum auch in die Stadt können, weil es einfach zu weit ist. Die haben keine Möglichkeiten, da mit Fahrrad oder mit Auto hinzuzukommen. Das war schon erschreckend. Ab von der touristischen Seite. Ja, und dann haben die Kinder sich zur Begrüßung, weil sie so dankbar waren, dass wir da sind, weil wir ja auch helfen, ja, sich vor uns verneigt. Also richtig mit dem Kopf auf dem Boden. Komisches Gefühl. Wenn so ein kleines Kind, die waren 2, die waren so. Mhm. Also das, und dann haben sie dir Blumen gegeben. Das war einfach nur eigentlich für uns, wir fanden es schrecklich, weil wir das einfach auch nicht gewohnt sind. Mhm. Unsere Kinder, die 2 sind, die rennen eher weg, als wenn die sich vor dir verneigen. Aber für sie, für die waren das, die waren so glücklich, dass wir da sind. Eigentlich besonders die Eltern, weil die genau wussten, die kommen hier hin, gucken sich das an und wollen uns helfen. Mhm. Obwohl man muss sagen, also wir haben gedacht, oh Gott, wie grausam ist das hier, wie können die hier leben? Aber die waren eigentlich bei mir so glücklich mit dem, was sie haben, weil sie kennen es nicht anders. Mhm. Und natürlich hat die Stiftung, diese Paulchen Esperanza Stiftung, ganz viel dazu beigetragen, dass es denen da jetzt auch immer besser geht. Die haben eine Lehrerin, die Lehrerinnen werden da bezahlt von den Eltern. Das ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Auf der einen Seite hilft die Stiftung, aber auf der anderen Seite müssen da die Eltern auch helfen, weil das ist so ein bisschen deren Mentalität. Wenn ich alles geschenkt bekomme, dann ist es nichts wert. Ah, okay. So, und das mussten wir auch erstmal so begreifen, aber das war wirklich toll. Und die Kinder waren dann auch, je länger sie natürlich mit uns zusammen waren, immer offener und total freundlich, hatten gar keine Scheu mehr und haben für uns. Und hattest du Scheu? Also die Kinder waren total, also mega süß. Ich hatte so ein bisschen, also nicht Angst vor den Menschen, das überhaupt nicht, aber ich war so ein bisschen geschockt so von den ganzen Bedingungen. Mhm. Weil ich habe das noch nie gesehen, ich war noch nie in solchen Ländern. Aber du wirkst so sehr offen. Du kannst, stelle ich mir vor, schnell Draht da aufnehmen ja, können. Ja, das klar, das natürlich. Also man versucht dann ja auch irgendwie dann mit den Kindern zu spielen und irgendwas mit denen zu unternehmen. Soweit es ging, sobald, also wenn es zu nah war, haben sie auch manchmal ein bisschen Angst gehabt. Ja. Aber es ging ja auch irgendwann. Aber ja, das ganze Land, ich meine, wir haben Teeplantagen gesehen, wie wurde Tee gemacht. Und dann bist du denn Teetrinkerin? Ja, doch, eigentlich schon, aber nicht so ganz so viel. So viel zu. Da haben wir schon wirklich viel gesehen. Das Obst war da total, also schmeckte ganz anders als hier. Also es war wirklich eine total tolle Erfahrung. Aber man kommt nach Hause und denkt, Mann, hast du es gut. Also man kann froh sein, dass man wirklich in solchen Verhältnissen lebt, wie wir alle leben. Und man, auch wenn man keine Pferde hat, allein, dass man hier in Deutschland lebt oder wo auch immer, dass man, wenn man gesund ist, man hat ordentliche Bedingungen zu Hause, man hat ein Dach über dem Kopf, man hat fließend Wasser. Mhm. Das ist erstmal das A und O, man hat was zu essen. Mhm. Die hatten da nicht mehr fließend Wasser teilweise. Natürlich jetzt durch diese Stiftung wurde natürlich ganz viel gemacht und da wird auch immer mehr gemacht, weil man natürlich auch dann den Bedarf sieht. Man kann aber einfach nicht allen Menschen helfen. Und das ist aber toll, dass man sieht, was passiert mit dem Geld. Was. Und dass du auch siehst, okay, wenn du helfen willst, dann weißt du auch, wo es ankommt. Und wenn man natürlich da mitfahren kann und sich das angucken kann, dann wird man erstmal ein bisschen kleiner. Genießt du vielleicht dein Leben noch bewusster insgesamt? Es ist ja immer, man kommt ja immer wieder, man vergisst ja auch immer wieder viel. Ne? Dann läuft es gerade wieder blöd oder, keine Ahnung, Pferd ist abgehauen oder Pferd lahmt oder dann ist man wieder traurig und denkt so, das kann doch nicht wahr sein. Oder ne? Dann ist irgendwie wieder, irgendwas läuft. Man hat ja mal einen super Lauf und einen schlechten Lauf. Aber dann muss man auch mal wieder zurückfahren und denken so, Charlotte, dir geht's so gut.
du hast eine gesunde Familie, du hast tolle Pferde, du hast ein total tolles Hobby, was ich, also ich habe Glück, dass ich dieses Hobby auch betreiben kann und was ich jetzt auch zu meinem Beruf machen konnte. Aber man muss echt mal ein bisschen, manchmal wieder einen Gang zurückschalten, denkst du, boah, anderen Menschen geht es viel schlechter und die sind auch froh mit dem, was sie haben, aber manchmal muss man echt mal wieder ein bisschen runterkommen. Und das ist auch gut, so, wenn man das mal gesehen hat, dann macht es auch mehr Sinn und deswegen dann macht so wahrscheinlich dein Beruf wahr. Sogar noch mehr Spaß, stelle ich mir genau, so vor. Genau, das nimmst du alles viel mehr wahr. Du hast jetzt gerade so schön gesagt, gesunde Familie. Du lebst bei deinen Eltern wieder. Ja. Es ist ja so ein Jahr der Hochzeiten dieses Jahr. Ne? Ich habe mir so irgendwie gesagt, Fabienne Müller-Lüttgemeier, so rum, genau. Ja. Charlotte Rummenigge, Arno Petit hat geil, Pia Aufrecht. Rechnen wir auch mit dir irgendwie oder haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich werde ja gerade mal 26, ne? Ja, nee, okay, da wollen wir auch. Charlie ist auch 26, aber es dauert noch. Charlotte, jetzt kann ich eigentlich fast nur noch Danke sagen. Danke für die Offenheit, mit der du uns hier so schön viel erzählt hast. Das war sehr spannend, aber ganz fertig sind wir noch nicht. Am Ende muss ja jeder darf unser Speed-Interview mitmachen. Oh Gott, sowas bin ich schlecht. Nee, das glaube ich mal gar nicht. Du bist ja spontan. Das glaube ich jetzt mal schon. Also ich frage und du antwortest halt so schnell wie möglich. Okay? Okay, also kochen oder kochen lassen? Kochen lassen. Achterbahn oder Geisterbahn? Achterbahn. Creme Brûlée oder Obstsalat? Creme Brûlée. Du gestehst ja alles, das ist super. Kariert oder gepunktet? Gepunktet. Und jetzt kommt die einzige Frage, die wirklich wichtig ist, ja? Mhm. Jetzt in diesem Moment der schönste Ort. Entweder ein blau-weißer Liegestuhl an einem karibischen Strand bei Sonnenuntergang oder dieser Sägespänenballen vor dieser Kamera und vor Burlington's Box. Ja, das natürlich. Charlotte, vielen, vielen Dank. Das war eine sehr schöne Zeit, die wir hier mit euch, Burlington, ich will dich nicht vergessen, verbringen durften. Vielen Dank an euch fürs Zugucken, an die vielen Fragen. Ich weiß, ich kann da nicht alle stellen, aber ich hoffe, so ein paar haben wir im Laufe des Gesprächs beantwortet. Und dann wünsche ich dem, der jetzt unser Überraschungspaket gewinnt, natürlich viel Spaß damit. Bei uns geht es dann in 2 Wochen weiter, am Dienstag wieder. Da haben wir dann wieder einen Talkgast aus dem Springen und dann wieder 2 Wochen später, immer schön im Wechsel, die Dressur. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Charlotte. Gerne.